Mit einer kleinen Verzögerung starten wir hier in ein weiteres spannendes Referat, dessen Titel ich jetzt natürlich überhaupt nicht mehr weiß. Es hat etwas mit Twitter zu tun vielleicht, mit Plattformen, mit Regulierung. Das ist natürlich das große Reizwort immer wieder. Regulierung, ja, nein. Ist das etwas Gutes, ist das etwas Schlechtes? Und dazu werden uns gleich Angela Müller, die Leiterin von Algorithm Watch Schweiz, etwas erzählen, sowie Riccardo Ramacci, der bei der Stiftung Mercator wissenschaftlicher Mitarbeiter ist. Und es ist ein Thema, das ich auch persönlich sehr spannend finde. Und deshalb freue ich mich jetzt auf euren Vortrag. Bitte einen warmen Applaus für die beiden RednerInnen. Ja, ich bin, glaube ich, online oder mein Mic ist online. Genau, also das jetzt vorher nur so ein Profil da stand von Riccardo, ist nicht, weil er ein Mann ist und ich nicht oder so, sondern weil ich kein Profil eingetragen habe, hätte ich machen sollen. Sorry, also genau, aber es hat gesagt, ich bin die Leiterin von Algorithm Watch Schweiz und... Ich bin Riccardo Ramacci, genau. Genau, und wir wollen heute nochmals auf das Thema zurückkommen, das ja Jan bereits angerissen hat, heute Nachmittag. Ich denke, viele von euch waren wahrscheinlich auch da mit dabei. Und das Thema der Platform Governance, wie das ja oft auch genannt wird, / Regulierung, jetzt nochmals mit einer Perspektive auf die Schweiz angucken. Aber es geht ja auch darum zu sagen, okay, was ist denn überhaupt die gesellschaftliche Relevanz? Und dann legen wir zwei Fokusbereiche, wo wir ein bisschen näher drauf eingehen möchten. Genau. Und dann am Ende werden wir einen kurzen Ausblick geben. Genau, ja. Zur gesellschaftlichen Relevanz der Plattformen oder warum wir überhaupt über dieses Thema sprechen möchten heute. Genau, also vieles wurde schon gesagt und dürfte auch für niemanden eine große Neuigkeit sein. Soziale Medien sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Debatte, der politischen Kommunikation und der Meinungsbildung, gerade in Demokratien sehr wichtig und ein großer Paradigmenwechsel. Und typischerweise, oder eigentlich gibt es ja nur private Plattformen oder Plattformen in privaten Händen, die ganz klar ein kommerzielles Interesse verfolgen. Das Geschäftsmodell dahinter ist eigentlich in der Regel, dass man die Nutzungszeit, die Nutzungsdauer auf den Plattformen maximiert, damit man möglichst viel Werbung damit schalten kann und entsprechend monetarisieren kann. Genau, die Plattformen nutzen in der Regel, oder die großen Plattformen nutzen in der Regel alle algorithmische Systeme, die Inhalte gewichten, empfehlen, auch hochspülen, amplifizieren oder eben nicht. Und das eigentlich meistens in einer relativ intransparenten Weise. Und vielleicht sagst du auch noch mal etwas dazu. Genau, nur also jetzt auch noch vielleicht zur Begrifflichkeit. Ich weiß nicht, wie vertraut das allen von euch ist. Es sind sozusagen die eben diese Empfehlungssysteme, die halt dann entscheiden, was man in der Timeline sieht. Und das andere halt die Moderation, die geschieht sozusagen, wann wird ein Post gelöscht, wann wird er ein Account deblockiert und so weiter. Das ist dieses Empfehlen und Moderieren als Begrifflichkeit nur dazu. Genau. Ja. Wir hatten noch ein Beispiel, einfach jetzt von letzter Woche. Man könnte hunderte und tausende Beispiele nehmen. Aber Elon Musk war nach dem Super Bowl unzufrieden, dass sein Tweet weniger Reichweite hatte als der von Joe Biden. Also dreimal weniger. Und innerhalb von zwei Tagen zwang er eigentlich die Twitter-Engineers dazu, den Algorithmus so umzuschreiben, dass eigentlich jetzt immer garantiert ist, dass er am meisten Reichweite hat. Mehr als jeder andere und jede andere auf der Plattform. Nur so als jüngstes Beispiel von jemandem, der eine private Entscheidung trifft und dann eigentlich einen sehr großen Impact hat auf einen Teil der digitalen Öffentlichkeit. Und vielleicht, also widerlegen wir nicht, was wir hier sagen, weil dann ist es, oder dann maximiert das dann vielleicht nicht die Nutzungsdauer, aber das genau sei jetzt mal eingestellt. Genau. Was ist jetzt die politische Relevanz? Ich will jetzt dazu nicht so viel sagen, weil Jan hat uns ja ganz eingehend erklärt, was der DSA ist. Und auch der DMA, eben dieses Doppelpaket, das oft in einem Zug genannt wird. Ich möchte aber hier vorausschicken, wir gehen jetzt nicht unbedingt auf diese DMA-Themen ein, also auf wettbewerbsrechtliche Aspekte. Und das heißt überhaupt nicht, dass die irgendwie weniger wichtig sind, weil vielleicht kommt man dann auch drauf zu sagen, okay, vielleicht sind das eigentlich die einzigen wirksamen Hebel, die wir haben. Aber genau, also der Fokus von heute sind so diese DSA-Themen, wenn man sie so, so nennen kann. Also es geht wirklich mehr um die Plattformen, die sozusagen Inhalte bereitstellen.
Und die sind eben, wurden letztes Jahr im Frühling beschlossen, sind in Kraft getreten. Also in Kraft getreten heißt noch nicht, dass sie voll angewendet werden, aber genau, das läuft sozusagen auf EU-Ebene. Und jetzt ist die Frage, was ist die politische Relevanz in der Schweiz? Es gab im November 21, das ist jetzt natürlich auch vereinfacht, die vier Punkte, aber so einige wichtige Punkte. Im November 21 gab es einen Bericht des Bundesamts für Kommunikation, was eben Plattformen eigentlich sind und was das für Auswirkungen haben kann auf die öffentliche Kommunikation. Es gab im Februar 22 gab es auch eine Anhörung in der Staatspolitischen Kommission, wo es mehr darum ging, was haben Plattformen eigentlich für Auswirkungen auf Demokratie, wo unter anderem auch Plattformen eingeladen waren. Und dann der nächste Schritt, der eigentlich zu erwarten war, ist, dass auf Grundlage dieses Berichts des BAKOMs sollte ein Aussprachepapier zuhanden des Bundesrats verfasst werden, wie eben eine Plattformregulierung in der Schweiz denkbar wäre oder eben nicht. Die war eigentlich erwartet bis Ende 22, dann gab es aber den Departementswechsel von SP zu SVP. Bisher ist diese Aussprache nicht erfolgt oder sie wurde nicht kommuniziert oder wurde halt nochmals zurückgesendet und genau. Das heißt, das scheint jetzt auch nicht gerade zu oberst auf der Agenda. Wir haben mit einigen zivilgesellschaftlichen Organisationen im Herbst letzten Jahres ein Joint Statement sozusagen verfasst, um also im Sinne von Impulse zur Debatte, um diese Debatte eben auch anzuregen. Genau, aber das ist so jetzt mal, ohne im Detail darauf einzugehen, was ist bisher in der Schweiz passiert oder vielleicht nicht passiert. Und jetzt möchten wir auf zwei Fokusbereiche eingehen. Und der erste kommt von mir, der zweite dann von Ricardo. Das geht wirklich, da ist wirklich die Idee, auch nochmal Impulse zu geben, was eben uns oder was für uns Dinge sind, die wir denken, das ist besonders wichtig und vielleicht auch Dinge, wo man dann nicht nur einfach sagt, man fährt jetzt Trittbrett und wartet mal, bis der DSA in der EU kommt, sondern Dinge, die vielleicht wichtig sind und wir uns überlegen sollten, ob wir das auch hier in einer Weise angehen müssen, ob das jetzt via Regulierung ist oder via anderen Instrumenten. Genau, ihr habt am Anfang gesehen, sozusagen Tatsache sind, wie Geschäfts- oder wie das Geschäftsmodell ist von Plattformen, wie das funktioniert. Es geht eben um das Engagement hochzutreiben, Werbung anzuzeigen, Nutzungsdauer zu maximieren und so weiter. Es gibt algorithmische Empfehlungssysteme, es gibt auch algorithmische Moderationssysteme. Auch wenn die Plattformen sagen, nee, Moderation, das machen wir eigentlich alles händisch, aber genau. Und was ist aber das Problem dabei? Wir, also diesen... Oder es gibt ja Leute, die sagen, die Plattformen, die machen unsere Demokratie kaputt und so weiter. Und es gibt das andere Extrem. Aber eigentlich wirklich zu sagen, welchen Einfluss die Plattformen wirklich auf uns als UserInnen oder auf die Gesellschaft ausüben, ist wahnsinnig schwierig zu sagen und lässt sich im Moment auch nicht unbedingt vollständig abschätzen. Und das ist eben auch Teil des Problems. Wir haben anekdotisches Wissen, was das für Auswirkungen haben kann, aber eben kaum systematisches Wissen. Wir haben anekdotisches Wissen durch Forschungsprojekte, total wichtige Forschungsprojekte, aber auch die kratzen natürlich irgendwo an der Oberfläche. Wir haben anekdotisches Wissen, zum Beispiel Whistleblowers, habt ihr mitgekriegt, Frances Haugen und so weiter, aber auch die geben natürlich nicht so dieses vollständige Bild. Also es ist wahnsinnig schwierig, das systematisch eben abzuschätzen. Einblick, also Beispiele eben von solchen Kratzern an der Oberfläche. Wir hatten zum Beispiel wir machen zum Teil Datenspendeprojekte, wo man dann versucht, so mittels, also die Logik so Reverse Engineering, man guckt halt, was hinten rauskommt und dann versucht man, was rauszufinden. Und wir haben zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, im Vorfeld der Bundestagswahl in Deutschland rausgefunden, dass eben die AfD, also Inhalte der AfD, so ein bisschen höher gerankt werden im Instagram-Algorithmus. Ist jetzt noch nicht so der große Wurf, was wir da rausgefunden haben, aber man kann halt trotzdem sagen, wenn das Millionen von Users hat, dann kann das einen gewissen Einfluss haben. Aber wie gesagt, auch das sind natürlich eben, das ist noch nicht das systematisch, das große Ganze. Und wichtig auch zu sagen, Facebook hat ja jetzt wahrscheinlich nicht das Interesse, irgendwie die AfD zu befördern, aber sie sehen halt, genau, das sind Inhalte, die halt viel Engagement hervorrufen, ob jetzt aus Zustimmung oder Ablehnung. Und deswegen zeigen sich dann wahrscheinlich solche Effekte. Dann gab es eben Whistleblower, auch da muss man zum Teil natürlich auch mit Vorsicht genießen, wie viel zeigt uns das jetzt. Aber natürlich total wichtig, dass auch wirklich Leute von intern, die halt aus den Firmen kommen, gewisse Dinge publik machen. Und was jetzt aber passiert, die Plattformen mögen das nicht so besonders, dass man eben solche Forschung macht. Die sagen zwar, ja, wir stellen ganz viele APIs zur Verfügung und wir sind natürlich total
sozusagen allied mit der Forschungscommunity, aber es zeigt sich, dass das regelmäßig nicht der Fall ist. Zum Beispiel zeigt sich, dass die Schnittstellen, die sie zur Verfügung stehen, total unzuverlässig sind, dass man damit nicht arbeiten kann, dass eben nicht beinhaltet, was es eigentlich beinhalten sollte und so weiter. Oder andere Forschungsprojekte, das ist uns dann eben auch passiert, bei diesem erwähnten Instagram-Forschungsprojekt, das mögen sie dann nicht so und haben uns dann freundlich, aber sehr bestimmt aufgefordert, das doch bitte zu unterlassen, sonst würden sie andere Schritte einleiten. Was natürlich so, oder? Irgendwie die kleine NGO und der globale Großkonzern, da kann man sich schon denken, also was die Machtverhältnisse, da auch für einen Einfluss haben. Und ich möchte das erwähnen, nicht jetzt, weil wir ein Einzelfall sind, sondern weil das ein Muster ist. Und das halt schon auch zeigt, dass, oder wieder dieser Widerspruch, der öffentliche Diskurs, der auf privaten Plattformen stattfindet und wir eigentlich keine Forschung zu diesem öffentlichen Diskurs und zu den gesellschaftlichen Auswirkungen machen können. Und ich glaube, das ist schon ein Spannungsfeld und da sollten wir hinschauen. Genau, und was hat das für Auswirkungen? Wir haben dann auch nicht eine faktenbasierte Debatte. Es ist halt viel Spekulation dabei. Eben Facebook zerstört die Demokratie bis zu, nein, das ist alles ganz harmlos. Es ist viel Spekulation. Und dann wird es natürlich auch relativ schwierig, faktenbasiertes Policymaking zu machen, was es denn eben braucht, zum Beispiel in puncto Regulierung. Genau, ein Handlungsbedarf, der sich für uns zeigt, ist, dass wir erstmal einen Datenzugang haben. Optimalerweise für Forschungszwecke, aber auch für Zivilgesellschaft und auch für JournalistInnen. Denn auch, eben, es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt sagen, Regulatoren müssen da irgendwie draufschauen, sondern in einer Demokratie gibt es halt auch die wichtige Aufsichts- und Kontrollfunktion von eben Zivilgesellschaft, von Medien, von Wissenschaft. Und damit das auch passieren kann, braucht es in erster Linie mal diesen Datenzugang. Dieser Datenzugang ist aber natürlich nicht so ein aller, oder der löst natürlich auch nicht alle Probleme. Im DSA hat man es geschafft und ich glaube, da war die Zivilgesellschaft wesentlich auch beteiligt, so einen Datenzugang reinzukriegen, mit so ein paar Abern auch. Also alles ist jetzt auch noch nicht klar. Die Kommission muss da auch noch so Delegated Acts machen, wie das genau umgesetzt wird und so weiter. Wir haben immer vorgeschlagen, dass es so eine Mittlerinstitution braucht, um eben auch so diese, eben genau diese Machtausübungen von Seiten der Plattformen einzudämmen. Was wir jetzt zum Beispiel im DSA vermissen, ist, dass das ist nicht für JournalistInnen gedacht, es ist für Wissenschaft und für Zivilgesellschaft, wobei auch Zivilgesellschaft dann nochmals eingeschränkt, ein bisschen eingeschränkt ist. Es gibt im DSA auch so ein Schutzschild, dass sich Plattformen eben auf ihre Trade Secrets, auf ihre Geschäftsgeheimnisse berufen können, um eben so einen Antrag auf Datenzugang abzulehnen und so weiter. Also es ist sehr wichtig, steht der da drin, aber man muss jetzt auch nicht denken, das ist, da hat man sozusagen total freie Bahn. Wichtig, denke ich, sind schon auch diese Risikoeinschätzungen. Da habt ihr vielleicht auch im Vortrag vorher ein bisschen was dazu gehört. Oder eben die Audits, die Plattformen machen müssen. Auch hier ist wieder die Frage, wie glaubhaft ist es dann? Und auch hier wieder ist die Kombination mit dem Datenzugang natürlich total wichtig, weil so kann man auch diese Risikoeinschätzungen, diese Audits nochmals überprüfen. Und das ist ja genau das Entscheidende, dass man eben hier auch so die Aufsichtsfunktion nochmals ausüben kann. Weil die Audits, ganz ehrlich, wer wird das machen? Das sind die üblichen Auditors und das sind ja dann nicht Unabhängige. Also die stehen ja auch dann in dem Verhältnis zu der Plattform. Deswegen, das sind ganz klar Handlungsempfehlungen, die wir befürworten würden und die wir sehr wichtig finden. Die Frage ist natürlich immer, spielen wir damit einfach so das Spiel der Plattformen mit und bleiben eigentlich in diesem Framing? Eben, das ist, ich glaube, Jan hatte das auch gesagt, das ist nicht so der große, es ist nicht die große Revolution, aber das sind die Möglichkeiten und ich glaube, in diesem Feld auch wichtige Möglichkeiten. Was wir jetzt aber auch wichtig finden, dass wir eben nicht nur sozusagen in diesem Game der Plattform verbleiben, ist, dass man eben nochmals diese externe Forschung, wir nennen die oft so diese Adversarial Audits, die eben, also die nicht bezahlt sind vom Unternehmen selbst, die aber auch nicht notwendigerweise das Unternehmen selbst einverstanden sein muss. Also, dass man die eben nochmal schützt und da auch guckt, wie kann man da auch rechtlich, also diejenigen schützen, die solche Audits vornehmen. Also, dass man da auch eben gerade zivilgesellschaftliche Organisationen, wie es, das ist eine ähnliche Diskussion, wie es bei menschenrechtsverteidigenden Organisationen und so weiter gibt, dass man die eben nicht einfach zu spammt mit strategischen Klagen von Seiten der Plattformen. Also wie verhindert man dann auch, dass sowas passiert?
Genau, aber das jetzt mal so Handlungsempfehlungen, die auch so alle ihre Einschränkungen haben, wie wirkungsvoll sie sein werden, aber ich glaube, sehr, sehr wichtige erste Schritte sind. Und dann gebe ich es mal sehen. Ja, dann noch zu dem zweiten Punkt oder Fokuspunkt, auf den wir kurz eingehen möchten oder Impulse geben. Das betrifft vor allem die Nutzenden auf den Plattformen und dass man deren Rechte oder deren Handlungsmöglichkeiten stärken könnte oder was es da für Möglichkeiten gibt. Genau, wir haben das Grundproblem eigentlich vorher schon umrissen, dass die Plattformen wirklich wichtige Gatekeeper sind, nicht im Sinne des Gatekeepers, wie es Jan Penfrath vorher also im DMA gemacht hat, aber einfach Gatekeeper, die kontrollieren, was öffentlich verbreitet wird und was eben nicht und was gelöscht wird oder eben auch algorithmisch gedrosselt wird. Genau, gleichzeitig kommt von verschiedenen Seiten eben Druck, sei es öffentlich oder kommerziell von Shareholdern oder auch von Staaten, je nach Region auf der Welt, dass man die Inhalte stärker moderieren möchte. Das heißt, die Plattformen moderieren eigentlich sehr viel. Was sind die Folgen davon? Es sind eigentlich immer private Unternehmen, die jetzt Entscheidungen darüber treffen, wem sie jetzt diese Öffentlichkeit geben und wem nicht. Und wir reden hier wirklich von den großen Plattformen, die dann wirklich systemrelevant sind und eben auch grundrechtsrelevant sind. Das ist eine wichtige Abgrenzung, die man hier vornehmen muss. Und oft passiert das auf Grundlage von sogenannten Community Guidelines. Eben, das sind private Plattformen, die dürfen grundsätzlich ja ihre eigenen Regeln entwickeln und anwenden. Oft passiert das inkonsistent oder auch intransparent. Es ist nicht oft ist es nicht klar, warum ein Account auf verschiedenen sozialen Medienplattformen geblockt wurde, warum er gelöscht wurde, warum bestimmte Inhalte gelöscht wurden. Und es ist auch nicht klar, was dann als nächstes passiert, wie man sich dagegen wehren kann. Aufgrund der verschiedenen Begehrlichkeiten kommt es eigentlich oft auch zu Overblocking oder Deplatforming im größeren Stil, also dass man eigentlich als kommerzielle Plattform eher den Anreiz hat, zu viel zu löschen, zu viel zu blockieren, um dann eben die Shareholder glücklich zu machen oder eben der Regulierung vorauszueilen und dann eigentlich weniger die Nutzenden gewichtet, die vielleicht oft zu Unrecht blockiert wurden oder deren Inhalte zu Unrecht gelöscht wurden. Genau, das wäre umso mehr so und davon möchten wir uns auch klar eigentlich so abgrenzen in dem Vorschlag, wenn die Plattformen direkt für die Inhalte haftbar gemacht werden würden. Die Folge davon, wir haben es auch im Vortrag vorher schon gehört oder heute schon gehört, wäre wirklich, dass es noch vermehrt zu Overblocking kommen würde. Genau, und zu guter Letzt einmal zu sagen, die Verfahren sind generell unklar, wie diese privaten Unternehmen das machen. Es wird eben auch nicht konsequent angewendet und wenn sich die Besitzverhältnisse ändern, wie zum Beispiel im Fall von Twitter, dann gilt eigentlich schon wieder eine komplett andere Regelung. Es gibt auch noch ein Beispiel, vielleicht das letzte Anekdote von einer Schweizer Bundesbehörde, die den Twitter-Account blockiert gekriegt hat und die musste dann tatsächlich in Washington bei der Botschaft Kontakt aufnehmen und fragen, wen man da bei Twitter genau fragen kann, um den Account wiederherzustellen. Also nur so als Beispiel, dass auch die Behörden selber überfordert sind von diesem System. Genau, die Kernfrage dahinter, wie kann man die Nutzerrechte stärken, wie kann man das besser verhindern? Genau, also ein Weg ist sicher, dass man da wirklich so im Sinne von dem Prozess oder dem prozeduralen klare Verfahren festlegt, dass man ein responsives Beschwerdesystem hat für User, also dass wirklich reagiert werden muss und dass in den entsprechenden Ländern oder eben auch in der Schweiz in dem Fall wirklich zuständig Bevollmächtigte hier sind, die ansprechbar sind und die wirklich dann auch begründen müssen, warum sie Inhalte löschen lassen haben. Ein weiterer Schritt ist auch, dass man quasi mehr selbstbestimmte Nutzung ermöglichen könnte in der Gestaltung der algorithmischen Systeme selber, also dass die Nutzenden selber besser verstehen, welche Nachrichten aufgrund von welchen Kriterien oder welche Meldungen aufgrund von welchen Kriterien gewichtet werden oder eben nicht. Und dass man das einfach auch verständlich erklärt und da auch Möglichkeiten gibt, das auch ein Stück weit zu beeinflussen oder zumindest transparent nachvollziehen zu können. Grundsätzlich glaube ich oder glauben wir, dass es eben auch wirklich neue Konzepte braucht, um so ein bisschen zu verhindern, oder? Es ist dann immer so diese Trade-off, Angela hat es vorher erwähnt, zwischen man übergibt mehr Verantwortung Richtung Staat und der Staat reguliert zu viel, welche Inhalte gelöscht werden und welche nicht. Und dann besteht wirklich die Gefahr, dass man dem Staat zu viel Macht gibt. Gleichzeitig ist der Status quo jetzt halt einfach, dass private Unternehmen, die das Recht grundsätzlich auch haben, aber da einfach grundrechtsrelevante Entscheidungen treffen, die einfach von der Größe her eine Relevanz haben, die dann für die Gesellschaft einfach sehr viel Gewicht hat und die wirklich eine Öffentlichkeit herstellen. Und
da braucht es einfach so einen vermittelnden Weg, um dieses Spannungsfeld so auszugleichen und einfach mehr Mitwirkungsmöglichkeiten auch für Plattformen zu schaffen. Und ich möchte hier nur auf einen Impuls vorgehen. Es ist wirklich so ein breites Feld. Es gibt da viele Vorschläge und Gedanken. Und ich habe einfach so ein Beispiel herausgepickt, um einfach so ein bisschen das zu veranschaulichen. Das hat Vor- und Nachteile. Das ist das Beispiel der sogenannten Plattformräte. Jetzt hier in diesem Beispiel von dem Medienwissenschaftler aus Deutschland, Matthias Kettemann, ausgeführt. Und die Idee ist grundsätzlich relativ simpel, oder? Es könnte wie eine zusätzliche Instanz geschafft werden, ein sogenanntes Aufsichtsgremium, das unabhängig ist von den Plattformen, das sich eigentlich anstatt von den Community Guidelines eher von so Grundrechtskonventionen, von Menschenrechten leiten lässt in den Entscheidungen. Und dieses Aufsichtsgremium könnte dann halt in verschiedenen Härtefällen, also wenn es dann wirklich um so Streitfälle geht, eine Instanz bilden und dann einfach vor den Gerichten eigentlich vorgelagert eine erste Entscheidung bilden, die dann auch natürlich bindend sein müsste für die Plattformen. Und wir haben es gehört, in DSA ist das ja nicht der Fall. Also da gibt es jetzt keinen außergerichtlichen Streitbeilegungsmechanismus. Und eben der Vorschlag ist eigentlich relativ grob umrissen. Also es sind da viele Möglichkeiten denkbar, was ein solcher Plattformrat alles machen könnte, wie er auch besetzt sein könnte. Also sind das quasi ein Gremium aus bestimmten Expertinnen und Experten oder sind das Bürgerinnen, die da beteiligt werden können? Ist natürlich dann schwierig bei solch komplexen Fragen, dann wie man das genau besetzt. Aber grundsätzlich könnte man wie eine zusätzliche Instanz schaffen, die dann eben solche Fragen beantwortet. Der Vorteil davon wäre, dass man einfach die demokratische Legitimation der Plattformen selbst erhöhen kann. Das ist gleichzeitig auch der Nachteil, weil eben wenn man halt von diesen Plattformen nicht unbedingt ausgeht in Zukunft, dann ist es vielleicht eher ein Vorschlag, der sie zusätzlich bestärkt und es könnte sogar zu einer rechtlichen Parallelstruktur kommen, dass es eine Art Gericht ist, das dann vorentscheidet und eben je nach Ausgestaltung kann es halt auch zahnlos sein und was natürlich auch zu sagen ist, es kann natürlich jetzt nicht über jeden Fall entscheiden, weil die Massen an Inhalten auf sozialen Medien, die sind so gewaltig, dass es sie eigentlich nur zu quasi ja, Richtungsentscheidungen kommen könnte. Also es wäre sehr schwer zu skalieren, das wäre natürlich schon so. Das, wie gesagt, nur ein Impuls. Vielleicht eben so als Ausblick, so das ist eigentlich die Frage, die Angela und ich so ein bisschen in den Raum stellen wollen heute, ist eben schon so, was sind die nächsten Schritte für die Schweiz? Warten wir einfach auf den DSA und wie der jetzt umgesetzt wird und was da eigentlich so für Auswirkungen stattfinden? Reicht es vielleicht einfach Trittbrett zu fahren und Telgel einfach die Regulierung dann zu übernehmen? Oder sollte man einfach komplett neu denken, was eigentlich möglich wäre? Also das ist wirklich eine offene Frage für uns, weil es gibt natürlich auch eine politische Realität, in der wir uns bewegen. Und eben, also die Lage im Moment, wie es vorher Angela ausgeführt hat, ist, dass der so ein Grundsatzentscheid oder zumindest etwas Kommunikation vom Bundesrat zu der Frage nicht wirklich absehbar ist. Genau, also was tun? Ich glaube schon, dass es hört sich immer so nach einer Floskel an, aber dass man die Debatte führen muss, ohne sie vielleicht zu überreizen. Aber das, genau, und ich glaube, also das finde ich schon wichtig, so real questions, oder? Also man kann ja sagen, man kann ja vielleicht legitimerweise zur Schlussfolgerung kommen, ja, das reicht uns total, was jetzt der DSA macht, weil in wesentlichen Punkten bringt uns eben dieses Trittbrettfahren was. Zum Beispiel, also beim Datenzugang wird uns das natürlich auch was bringen, dass man sich da in Konsortien und so weiter bewerben kann. Natürlich wird das auch Schweizer Forschenden unter Umständen etwas bringen und so weiter. Das ist ja, also das muss man natürlich abschätzen. Wo bringt es uns wirklich was und wo können wir Trittbrettfahren, wie ja an vielen anderen, in vielen anderen gesetzlichen Bereichen auch. Und wo soll man out of the box denken und wo kann man es auch? Also das ist das, was du angesprochen hast. Also, ohne, oder? Also irgendwie ohne zu überschätzen, was für Möglichkeiten denn die Schweiz überhaupt hat. Und es ist ja auch eine Position, die in dieser Debatte unbedingt zur Diskussion kommen soll, ist, wir machen gar nichts. Kann ja auch sein, dass man zum Schluss kommt, vielleicht ist das die bessere Lösung aus, weil wir bestehende Gesetze haben und wir wollen bestehende Gesetze vielleicht konsequenter anwenden auf oder auch Kommunikation, die auf Plattformen stattfindet. Also das sind ja ganz viele Facetten der Diskussion, die da unbedingt ihren Platz finden sollten. Aber sie sollte wahrscheinlich dann auch mal stattfinden, auch wenn es Departementswechsel und sowas gibt. Genau. Ja, und das, glaube ich, ist unser Anstoß auch für heute. Und deswegen
freuen wir uns auch auf die Diskussion. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Ich habe ehrlich gesagt gemerkt, ja, langsam bin ich ein bisschen müde vom Moderieren am Anfang des Referats, aber ich war hellwach, ich fand das sehr spannend und ich hätte eine ganze Menge Fragen. Ich hätte auch ein Mikrofon, aber ihr habt da auch ein Mikrofon in der Mitte und jetzt ist ein guter Moment, wenn ihr Fragen habt, diese zu stellen. Wenn ich jetzt trotzdem ein bisschen von meinem Vorrecht Gebrauch machen darf, dann hätte ich noch eine andere Idee. Ich finde es sehr spannend, was ihr auf der zweitletzten Folie gezeigt habt, die jetzt schon weg ist. Aber vielleicht habt ihr nicht nur Fragen, sondern auch Gedanken zu dem, was ihr auf der zweitletzten Folie da gezeigt habt. Wenn ihr da Anregungen habt, wären die beiden vielleicht sicher interessiert daran, was da auch von eurer Seite kommt. Also Fragen und Anregungen, das Mikrofon gehört euch. Ich möchte euch nochmal danken für die Präsentation. Im Lauf von dieser Präsentation habe ich mich gefragt, ob wir nicht über die Social Media der Vergangenheit reden, statt über die Social Media der Zukunft. Das heißt, so Plattformreiter und so, wie soll das aussehen bei Mastodon oder Diaspora oder Telegram-Channels oder so? Ist das nicht diese Google- und Facebook-Fixierung, etwas, was letztlich auf etwas fixiert, was am Aussterben ist, beziehungsweise wo die Menschen auch gelernt haben, damit umzugehen. Und ist die Frage, ob man eine Plattform verantwortlich macht für die Inhalte, nicht etwas, was sehr viel weiter geht als nur auf diese zwei, drei großen Plattformen. Ich würde generell bei diesen großen Plattformen befürworten, dass man nicht nur Datenzugang, sondern auch Algorithmenzugang hat. Das hat man bei Open-Source-Projekten wie Mastodon oder Diaspora, aber das ist eventuell auch noch nicht genug. Es löst jedenfalls nicht das Problem der Verantwortung der Plattform für die Inhalte. Mhm. Und insofern frage ich mich, rennen wir nicht hinter der Vergangenheit her, statt uns mehr auf die Zukunft zu fokussieren? Mhm. Ich kann immer beginnen und du kannst ergänzen. Also ich finde es ein ganz wichtiger Punkt natürlich, auch so wieder, spielen wir nicht auch das Spiel der Plattformen eigentlich mit, die uns sagen wollen, oder darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Und das ist ja auch bei der ganzen Regulierungssache so, dass natürlich die Regulierung erstens massiv jetzt beim DSA zum Beispiel, aber auch in anderen Kontexten massiv beeinflusst ist von den Plattformen. Also weil die haben natürlich die Lobbyingmittel und die Plattform selbst ja auch, eben Regulierung dann ja auch ein Vorteil sein kann, sozusagen ein Marktvorteil sein kann, weil die Großen natürlich gegenüber den Kleinen, ich glaube, das kam vorher auch in einer Frage auf. Und das ist natürlich so die Frage, oder? Also inwiefern sind das jetzt eben so diese PlayStation, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt wirklich so das Empowerment, aber eigentlich bleiben wir immer noch so in dieser Logik und denken eben gar nicht out of the box wirklich. Und das sehe ich schon jetzt, also ich glaube ja auch, beim DSA hat es ja einiges Gutes drin. Aber natürlich, also wie könnte man jetzt zum Beispiel in der Schweiz überhaupt noch out of the box denken? Geht gar nicht mehr, weil das ist jetzt einfach da und so weiter. Aber ich finde das also eine sehr gute Frage ebenso, inwiefern sind da wirklich große Schritte möglich, wenn man in diesen Kategorien und denkt, ja. Aber Plattformräte gebe ich nicht. Ja, nein, also genau, nur um das nochmal zu betonen, also Sie haben gesagt, dass die Plattformen verantwortlich sind für die Inhalte, das ist ja genau die Frage, oder? Also wenn man einer kommerziellen Plattform sagt, sie ist verantwortlich für ihre Inhalte, beschneidet man, glaube ich, die demokratischen Möglichkeiten, die sie eigentlich erst geschaffen hat. Aber genau darum glaube ich, dass es eben eine sehr zeitgemäße Debatte ist, was es da für Governance- und Policy-Konzepte gibt. Und diese Debatte findet halt einfach nicht statt, zumindest in der Schweiz nicht im großen Stil. Und ich glaube, da braucht es einfach clevere Lösungen, es braucht auch Smart Policy, also es braucht wirklich so etwas, was die Grundrechte fördert oder diese freie Meinungsäußerung, die ja die Plattformen auch geschaffen haben und gleichzeitig das Risiko dieser Machtkonzentration der Privaten minimiert. Und das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube schon, dass man da eben auch Richtung Mediensystem gucken kann, dass das davor geherrscht hat, also mit eben Presserat, Pressesystem und man muss dann einfach diese Überlegungen, die man da hat, auch mit einbeziehen. Und dann hat man, glaube ich, auch weniger die Gefahr, dass man gleich wieder
veraltet ist in der Grundsatzfrage oder Diskussion. Was mich sehr überrascht hat in den ganzen Diskussionen ist, dass die digitale Gesellschaft und anscheinend kam das auch durch Mercator und anderen Organisationen zustande, ein Papier mitgeschrieben haben, das de facto Zensur fordert. Und ich mich so ein bisschen frage, woher das kommt. Also ich mich aber auch gleichzeitig frage, wie können wir unabhängiger werden von der Mercator-Stiftung, weil diese Stiftung scheint sehr hochproblematisch zu sein. Scheint auch zu viel Geld zu haben. Also die Familie dahinter ist generell problematisch, aber das wäre jetzt ein anderes Problem. Also eine Frage ist, wie können wir unabhängig werden von Mercator und Mercator aus unseren Strukturen am besten rausschmeißen oder sie so stark schwächen, dass wir zumindest auf Augenhöhe mit ihnen in Dialog treten. Und wie konnte es passieren, dass die digitale Gesellschaft ein Papier gegen den Widerstand von einer so großen Mitgliederanzahl so ein Papier zugestimmt hat, obwohl, also es ist überhaupt nicht demokratisch legitimiert. Der Widerstand bei den Mitgliedern war sehr hoch und teilweise wurden Leute eigentlich, ich glaube rechtlich gehen ein paar Sachen, die passiert sind, sogar unter Mobbing, was auch schon problematisch ist. Und ich frage mich auch, ob das ein bisschen inspiriert worden ist von dem Buch 1984, was hier abgelaufen ist. Gut, vielen Dank für dieses Statement. Ich übernehme da mal kurz, weil die Frage ja eigentlich, so wie ich sie verstanden habe, jetzt nicht direkt mit diesem Vortrag zu tun hat, beziehungsweise eher ein Statement war, dass auch ein Problem ist für die digitale Gesellschaft. Und ich bin nicht der Vertreter der digitalen Gesellschaft hier drin, deshalb ist es sicher etwas, was ihr vielleicht besser dann auch direkt mit der digitalen Gesellschaft nochmal diskutiert. Ich weiß, die Diskussionen laufen, aber danke für dieses Statement noch einmal und gerne die nächste Frage. Ja, genau. Also wir hatten es jetzt auch von diesem Overblocking und von diesem Deplatforming, je nachdem, und was sich ja in der Schweiz eigentlich ein bisschen durchgesetzt hat, so wenn man nicht direkt mit dem Anwalt kommen möchte, nicht direkt die Justiz einschalten möchte, dass man diese Ombudsstellen geschaffen hat. Man hat eine Ombudsstelle für die SAG, man hat Ombudsstellen auf kantonaler Ebene, man hat Ombudsstellen auf eidgenössischer Ebene. Wäre nicht das vielleicht auch eine Idee für digitale Plattformen, dass man sagt, sie müssen selber irgendwie eine unabhängige Ombudsperson irgendwie einstellen oder man greift das zusammen und sie finanzieren eine unabhängige Ombudsstelle, die der Staat bestimmt. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit und vor allem auch eine einfachere Möglichkeit, wie groß eine Struktur zu bilden, die von oben noch hinein kontrollieren soll bei den Institutionen? Ja, also auf den ersten Blick spontane Reaktion klingt das wie eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Also dass zumindest mal eben eine Ansprechperson geschaffen wird, oder? Weil eben, also wenn nicht mal die Schweizer Behörden selber wissen, an wen sie sich wenden sollen bei den sozialen Medien, dass für sie trotzdem ein wichtiges Kommunikationsmittel ist, dann eben ist etwas in einer Schieflage. Und dann ein erster Schritt könnte das sicher sein. Eben sicher nicht der letzte, aber grundsätzlich wieso nicht? Ja, also ich finde es halt immer schwierig sozusagen, was wollen wir damit machen, oder? Also einerseits sollte klar sein, was offline legal ist und illegal ist, ist es auch online. Das heißt, also weder Plattformen noch Ombudsmänner, Frauen bestimmen das. Aber andererseits ist es natürlich so, wir können ja auch nicht sagen, eben das, also im Bereich der legalen Inhalte, die Plattformen haben halt ihre Community Guidelines und das können wir total daneben finden. Aber es ist halt dann schwierig zu sagen, oder was ist die Funktion von so einer Person, oder? Und was hat sie für eine Legitimation dann wieder. Und ich finde es schon, also zum Beispiel auch sehr schwierig bei diesem Plattformräte-Beispiel, oder zu sagen, das hört sich dann auch manchmal so an, so die sollen sich dann so ein bisschen an Grund- und Menschenrechten orientieren, als wäre das sowas wie so eine ethische Guideline, aber das ist Hard Law, oder? Also Grund- und Menschenrechte, da hat man sich einfach auch dran zu halten. Und das ist, also deswegen finde ich immer so diese Zwischenmöglichkeiten, also muss man unbedingt anschauen, finde ich, muss man unbedingt diskutieren, aber das kann dann natürlich auch nicht davon ablenken oder dass eigentlich, dass es einfach Gesetze gibt und was illegal ist, ist illegal, was legal ist, ist legal und das, genau, das darf man nicht den Plattformen oder so Mittlerinstitutionen übergeben. Und das andere finde ich natürlich auch, also was wahnsinnig schwieriger auch ist, auch in diesem Beispiel, glaube ich, ist die Unabhängigkeit, oder? Also wie werden solche Gremien unabhängig gestaltet? Ja. Glaube ich, in dieser, mit dieser Marktmacht und andere, also andere Art natürlich auch von Deutungsmacht, die Plattformen haben. Das sind ja Konzerne, die haben ja nicht nur Plattformen. Keine Ahnung, um jetzt das Beispiel Google zu bemühen, die fördern ja Wissenschaft, die fördern Medien, sie fördern Zivilgesellschaft, also es ist ja
so multidimensional, dass, dass man, glaube ich, schon dann auch sich bewusst sein muss, wie können wir Unabhängigkeit herstellen. Aber es ist eine spannende Diskussion, glaube ich, ja. Ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Mir fällt auf, dass es in ähnlichen Vorträgen, es geht eigentlich oft dann auch um Overblocking. Also das heißt darum, dass Inhalte gelöscht werden, die vielleicht nicht hätten gelöscht werden sollen oder wo unklar ist, warum sie gelöscht werden. Meine Frage ist, gibt es auch sowas wie Underblocking? Seht ihr da ein Problem? Also gibt es auch das Problem, dass Inhalte nicht gelöscht werden, obwohl sie gelöscht werden sollten, obwohl sie oberflächlich gesehen vielleicht legal sind, aber zur Diffamierung und zur psychologischen Kriegsführung, zum Beispiel gegen kritische Journalisten, dienen. Was denkt ihr dazu? Ja, also es gibt vielleicht Underblocking in dem Sinne, und das gibt es ja nachweislich, dass es bei Facebook, bei Meta nach den Facebook-Leaks von Francis Hogan nachweislich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gab von Userinnen. Also dass quasi je nach Prominenzstatus vom User oder der Userin wurden dann die eigenen Community-Guidelines nicht ganz so konsequent angewandt. Und das heißt eigentlich, dass eben dann die kommerzielle Entscheidung Akteure mit die Reichweite generieren und Aufmerksamkeit generieren, auf der Plattform zu lassen, überwogen haben gegenüber den eigenen Community-Guidelines. Also so gesehen gibt es sicher innerhalb eben der eigenen Regeln, die sich diese privaten Plattformen selber auferlegen. Ja, beim anderen glaube ich ehrlich gesagt in der Realität, also zum Beispiel beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, war es dann schon, glaube ich, eher so, dass einfach vorsorglich mal mehr Inhalte runtergenommen wurden, die von diesem Gesetz betroffen wurden, halt vorsorglich, oder? Also es kommt ein bisschen auf die Plattform davon, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen. Ja, also ich meine, im Grundsatz ist es ja klar, also was legal ist, soll da nicht runtergenommen werden, so, also mal im Grundsatz. Aber natürlich kann es ja eben, also eine Einzelperson kann ja ganz persönlich das empfinden, dass sie jetzt betroffen ist von einem legalen Inhalt in einer Weise, das vielleicht für diese Person fragwürdig ist. Ich frage mich dann manchmal, wird es dann nicht doch justiziabel, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, eine Person ist rufschädigend oder was auch immer betroffen, dass man halt, also das jetzt zum Beispiel strafrechtlich, das dann doch justiziabel wäre, weil diese Person so betroffen ist, also auf dieser individuellen Ebene. Ich glaube, dass kann wahrscheinlich durchaus passieren. Die andere Frage ist natürlich, dass man sagt, inwiefern ist es für uns okay, wenn Plattformen wahnsinnig profitieren von diesen Inhalten, die vielleicht legal sind und aber Personen in einer Weise betreffen, dass wir finden, ist vielleicht nicht so ganz okay. Und also ist es okay, wenn sie das algorithmisch amplifizieren und dann davon profitieren, also auch kommerziell davon profitieren? Ich finde, das ist eine Debatte, die muss man führen. Aber im Grundsatz, finde ich, ist es natürlich klar, legale Inhalte, genau, also wir haben den gesetzlichen Rahmen. Und das andere, was Ricardo gesagt hat, ist aber auch klar, das sind eben private Plattformen und die haben ihre Community-Guidelines. Aber wenn die schon haben, dann sollen sie bitteschön einfach konsequent anwenden und eben auch zeigen, wie sie sie anwenden. Eben deswegen sind ja auch diese Transparenz Forderungen nicht nur einfach, oder das hört sich dann manchmal nicht so griffig an, aber ist ja schon auch wichtig zu sagen, warum jetzt eben etwas wie moderiert wurde und aus welchen Gründen, glaube ich, schon ein wichtiger erster Schritt. Ich würde es begrüßen, wenn wir als Community anerkennen, dass das Moderieren von Inhalten immer schwierig ist. Es ist immer messy, wenn man in die Detail geht. Und das geht auch nicht weg, wenn man jetzt plötzlich alle ins Fediverse schickt. Das bleibt schwierig. Wir ändern dann, wir verschieben das auf andere Akteure. Und das ist gut und das macht sicher Sinn. Eines der großen Problemquellen ist meines Erachtens, dass das eben jetzt von einem oder wenigen von diesen großen Konzernen gemanagt wird für Milliarden von Menschen, anstatt das zu dezentralisieren, so wie unsere Gesellschaften dezentralisiert sind in Communities. Aber das Problem geht dadurch nicht weg. Es bleibt messy, es bleibt schwierig. Deswegen meine Frage, und sorry, dass ich nochmal zu diesen Plattformräten zurückkomme.
die müssen ja nicht nur, das sind ja im Prinzip Content, das sind ja dann im Prinzip Moderation Governance Bodies auf eine gewisse Art und Weise. Und das wird ja, das ist ja genauso relevant auch fürs Fediverse, nicht nur für die großen Plattformen. Insofern die Frage, in eurer Arbeit und Recherche um diese Plattformräte, habt ihr da auch mitgedacht, inwiefern sich, also welche Governance-Strukturen denn eigentlich gut wären für so ein System wie das Fediverse in Zukunft, wenn das mal hunderte von Millionen oder sogar Milliarden von Mitgliedern hat? Wie lässt sich das System organisieren, dass da gute Moderierung stattfindet? Wie lässt sich das finanzieren und so weiter? Kann das auch über solche Räte passieren oder braucht man da andere Strukturen? Also die ganz kurze Antwort, nein, so weit haben wir nicht recherchiert. Also es ist eine extrem komplexe Frage. Genau, also der Punkt ist eher so, es war so einer der wenigen Aufschläge, den ich gefunden habe, der konsequent mal in diese Richtung denkt, von eben so einer Governance Content Moderation Struktur. Ich glaube ein Stück weit, oder ist es ein bisschen eine, also sind es oft ähnliche Fragen, die sich stellen, wie man quasi sagt, so hey, ein Mediensystem muss unabhängig sein, es muss halt eine gewisse Public Interest haben, ein gemeinnütziges Interesse, aber wer definiert dieses gemeinnützige Interesse? Das sind ganz komplexe Fragen und ich glaube auch so gerade bei diesem Paper jetzt zum Beispiel, das war eher ein Aufriss, was es für Möglichkeiten gäbe von Plattformräten und dass man bitte nicht, das habe ich eben extra jetzt auch nicht erwähnt, aber ich sage es trotzdem noch kurz, das Facebook Oversight Board als Archetyp nehmen sollte, weil das kann halt schnell so ein Feigenblatt einer großen Unternehmung werden, dass man sagt, hey, wir sind ja sehr demokratisch in unserer Content Moderation, wenn es eigentlich nicht der Fall ist, aber leider kann ich da nicht weiter aushelfen, weil ich da auch noch selber ganz am Anfang stehe von der Recherche. Aber vielen Dank für die Frage. Also, ja, also vielleicht nur noch kurz, das war jetzt nicht so, dass sozusagen ein Vorschlag ist, das sollte man machen, sondern mehr um zu zeigen, es gibt halt im Moment sind sich ja auch einfach wahnsinnig viele Leute am Überlegen, wie geht man das an und da war es jetzt so, um mehr zu illustrieren, glaube ich, von dir gemeint, so oder das ist jetzt genau eine Möglichkeit, die diskutiert wird. Und das Zweite, ich wollte aber trotzdem, auch wenn du, also die Diskussion noch kurz reagieren, sozusagen das Statement gehört, also weil wir wurden ja direkt angesprochen, also nicht, dass ich jetzt unhöflich, also das Statement vom Mann in der vierten Reihe oder vom Mensch in der vierten Reihe gehört habe und führt doch diese Diskussion innerhalb der DGS. Also ich finde das wahnsinnig eine wichtige Diskussion, das finde ich schon, wollte ich jetzt einfach auch noch gesagt haben, also das ist nicht so stehen bleibt. Vielen Dank. Damit nimmst du mir eigentlich auch einen Teil meines Schlusswortes vorweg. Ich sehe, es ist noch jemand da, der eine Frage hätte, aber wir sind leider schon über der Zeit und Angela muss auch dringend nachher weiter. Deshalb hoffe ich, dass sich die Frage auch nachher vielleicht noch 1:1 klären lässt. Danke euch sehr für die aktive Teilnahme hier auch, für die Rückmeldungen. Ich fand das sehr spannend. Mein offizieller Tag ist jetzt hier vorbei als Moderator.